Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im strahlend schönen Tamriel bzw. in Deshan. Und da haben wir in der letzten Folge eine neue Quest bekommen, die Fährte der Seuche. Ich schaue gerade mal nach unten, müssen wir reiten. Dann machen wir das doch eben. Theoretischerweise kommen wir ja immer noch ganz normal in die Stadt rein, ja. Halt, stopp. Warst du das? Nee, du warst es nicht. Ah, hier ist sie. Na jo. Ich schwöre, ich kann hier wohl nie etwas zu Ende bringen, ohne dass ihr auftaucht, um alles zu verkomplizieren. Gebt mir bitte einfach einen Augenblick, ja? Ich stecke hier gerade mitten in etwas anderem. Varon sagte, ihr hättet neue Informationen. Die Dokumente, die ihr im Lager der Leidgeborenen gefunden habt, enthielten mehrere Namen. Einige tauchten immer wieder auf. Ich habe etwas nachgebohrt und ich konnte einen davon mit unserem Ziel in Verbindung bringen. Warum erzählt ihr mir das? Weil ich auch erfahren habe, dass Truppen des Hauses Lalu von einer überlegenen Streitmacht der Leidgeborenen an der Obsidianschlucht überfallen wurden. Unser Ziel führt diese Streitmacht an. Wir wollen nur den Alchemisten. Die Rettung der Hlalu ist nicht Teil unseres Mandats. Aber wenn wir uns zusammentun... Wir könnten beides erreichen. Jetzt habt ihr verstanden. Varon und ich stoßen bald zu euch. Wir müssen unseren Bericht abschicken und unsere nächsten Befehle abwarten. Gebt auf euch Acht. Wir sehen uns bald wieder, meine Freundin. Ja, sprecht mit Kommandant Renly in der Obsidian-Schlucht. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Och, die ist ein ganzes Stück weiter. Okay, dann würde ich sagen, reiten wir da erstmal hin. Hier rüber. Irgendwann, ja, jetzt zeigen sie uns das so ein bisschen mehr an. Die Obsidian-Schlucht. Wo ist sie? Hab ich mich gerade erschrocken? Habe ich den schon freigelegt hier? Nee, anscheinend hatte ich ihn noch nicht. Dann nehmen wir die Anseite hier auch nochmal schnell mit. Zack. Ja, und das dann auch nochmal kurz. Ich weiß. Ich muss mich jetzt nochmal kurz konzentrieren, weil... Platinflöz ist etwas, was wirklich sehr selten kommt, Leute. Setzt mir doch nicht immer was Neues vor die Füße. Ich muss hier einen Auftrag erledigen. Moment, stopp. Die Obsidian-Schlucht. So, jetzt aber endlich. Mit wem soll ich Niemand jetzt erst sprechen? Niemand geht in die Schlucht. Verstanden? Sagen wir, warum der Pass geschlossen ist? Sagt ihnen, im Pass lauert der Tod. Mehr nicht. Ja, Kommandant. Im Pass lauert der Tod. Okay. Falls ihr über den Pass nach Gramfeste wollt, dann sucht euch einen anderen Weg. Er ist nicht sicher. Was ist los? Die Leidgeborenen haben das Lager der Händler überrannt und den Pass besetzt. Im Namen des Hauses Lalu ist der Zutritt zu diesem Gebiet daher verboten. Es ist eine Todesfalle. Was ist euer Plan? Wir haben ein paar Späher reingeschickt, um die Lage einzuschätzen, aber sie sind nicht zurückgekommen. Ich möchte eigentlich nicht blind da hineinmarschieren, aber wir können nicht länger warten. Ich werde eure Späher suchen und herausfinden, was geschehen ist. Dieser Pass ist zu wichtig, um in die Hände der Leidgeborenen zu fallen. Was ist so wichtig an der Obsidian-Schlucht? Es ist die Haupthandelsroute zwischen Gramfeste und dem Westen. Und es gibt dort auch ein Händlerlager. Jede Karawane, die durch diesen Teil von Deshan kommt, ist auf dieses Lager angewiesen. Warum haben die Leidgeborenen den Pass besetzt? Das ist eine exzellente Frage. Das Schikanieren von Karawanen scheint so gar nicht ihrem sonstigen Stil zu entsprechen, nicht wahr? Ja, das heißt, sie werden wohl einen tieferen Sinn dahinter gehabt haben. Sprecht mit Hauptmann Dirill, falls ihr etwas braucht. Nasus hat mich entsandt, um euch zu unterstützen. Wird verdammt nochmal auch Zeit, dass wir hier draußen Hilfe bekommen. Wir sind hoffnungslos unterlegen. Hauptmann Dirill kann euch einen besseren Überblick darüber geben, was gerade vor sich geht. Mit dem habe ich aber schon gesprochen. Okay, was müssen wir jetzt genau machen? Findet den Speertrupp. Da müssen wir auch
den Weg hier entlang gehen, okay. Hier sind ganz viele Späher, aber nicht, nicht unsere, sondern deren. Basti, kümmere dich mal drum. Ich muss mich zurückmelden. Die Leitgeborenen, sie versuchen, die Seuche zu verstärken. Direl hat mich geschickt. Was haben die Leitgeborenen geplant? Der Alchemist, der die Lodos-Seuche geschaffen hat. Merdundril, er macht sie stärker, noch mächtiger. Die Leitgeborenen haben vor, sie nach Garmfeste zu schmuggeln, um die ganze Stadt damit zu infizieren. Wir haben keine Zeit. Ihr müsst sie aufhalten. Wie halte ich sie auf? Die Leitgeborenen können ohne offizielle Papiere keine Fracht durch die Stadttore bringen. Sie haben gefälschte Transportpapiere dabei. Wenn ich diese Papiere stehle, können sie die Seuche nicht in die Stadt bringen. Vielleicht. Einen Versuch ist es wert. Schaltet einige der Leitgeborenen unten im Lager der Händler aus. Holt uns diese gefälschten Papiere. Ja, nichts einfacher als das. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Da hinten ist noch, aber das ist eine andere Quest. Ja, doch, das ist hier unten der Teil, den sie meinte. Guten Tag, brauch mal eben Papiere. Habt ihr welche für mich? Zwei Leute und nur ein Papier, das ist ja langweilig. Das können wir nicht öffnen, schade. Das sind sogar drei. Heißt das, ich kriege jetzt zwei Papiere? Oh, Tatsache. Es war nur ein Scherz, aber es ist wirklich so. Guten Tag. Ich brauche... Ups, hallo, ich wollte das nicht lesen. Was ist denn jetzt passiert? Och Mann. Ich habe das Ding hier gelesen, anstatt... habe ich jetzt die Papiere? Ja. Ach Gott. Mit der gleichen Speerin sprechen? Okay. Die Papiere. Habt ihr sie bekommen? Hier sind sie. Gut. Damit sollten wir uns etwas Zeit zum Handeln erkauft haben. Handeln? Was ist der nächste Schritt? Gute Frage. Bevor wir zurückschlagen, brauchen wir unsere Schwerter. Ich wünschte, ich wüsste, wie viele noch überlebt haben. Wo soll ich nach überlebenden Speeren suchen? Ich glaube, die meisten wurden gefangen genommen. Ich sah, wie einige von ihnen in Richtung dieser Höhle nördlich von hier geschleppt wurden. Ich melde mich bei Deryl und lasse ihn wissen, was hier vor sich geht. Ihr geht zur Höhle und schaut nach, ob ihr die anderen finden könnt. Okay. Machen wir doch gerne. Bin nicht da. Ich bin nicht da. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, der hat sogar auf mich gehört. Hallöchen. Wieso war ich jetzt gerade im anderen Fenster? Diese Nixhunde werden mich nicht holen. Sie werden aus mir keine leere Hülle machen. Ich habe mich selbst zur Ader gelassen. So nutze ich ihnen nichts. Das wird es ihnen zeigen. Zur Ader gelassen? Haltet durch, macht die Augen auf. Los, kommt schon. Was wollte ich sagen? Hat Speerin Marmüne euch geschickt? Ich war froh, dass sie entkommen konnte. Die anderen, sie sind alle tot. Ja, und wir haben mal wieder ein setloses Teil bekommen. Ich habe gesehen, was die Seuche anrichtet. Mich wird sie nicht holen. Aber wenn die Schutzzauber zerstört wurden... Schutzzauber? Welche Schutzzauber? Arkane Schutzsteine machen die Leitgeborenen immun gegen die Seuche. Ein Geschenk von jemandem namens Vox. Es wäre sicher eine Schande, wenn sich diese Aliz mit ihrer eigenen Seuche anstecken. Wie wäre es, wenn ihr diese Schutzzauber zerschlagen würdet, die sie beschützen? Wo sind die anderen Halalu-Speer? Ich habe sie in der Dunkelheit schreien hören. Die Seuche hat sie geholt. Sie haben sich verwandelt. Die Schutzzauber. Konzentriert euch auf die Schutzzauber. Es gibt drei von ihnen. Zerschlagt sie alle. Ich werde tun, was ich kann.
Diese Schutzzauber verhindern, dass die Leidgeborenen sich mit ihrer eigenen Seuche anstecken. Zerschlagt sie und möge die Seuche sie alle holen. Wo sind die Schutzzauber? Tiefer in der Höhle, weiter unten. Es ist der gleiche Ort, an den sie die anderen geschleift haben. Mögen die drei jetzt über ihre Seelen wachen. Gut, dann... Oh, dann holen wir uns doch erstmal das Rubiditerz. Und dann mischen wir die Party hier mal ein bisschen auf. So. Links von mir, da oben. Da stehen ja noch welche davor. Ich habe ich gar nicht richtig gesehen. Numero uno. Das ist alles offen hier, ne? Du stehen? Du siehst mir nicht ganz gesund aus. Oh. Ja, ist ja gut, dass man dann aber auch so dämlich gestunt ist, wenn man mitten in der Aktion dann unterbrochen wird. Ich meine, da ist aber noch irgendwo ein Buch, sehe ich gerade. Das müsste irgendwo hier sein. Auf jeden Fall ist da noch ein Runenstein. Ah, da, ich hab's gesehen. Hallo? So, und das Büchlein, das dürft ihr, genehmigter Mord, dürft ihr natürlich auch durchlesen. Morak Tong. Sie werden bereits erwähnt. Guten Tag, Partysprengung. Party und Schutzsprengung. Wie heißen die Dinger? Schutzzaubersprengung. Da kann man auch noch was mitnehmen. So. Der Herr Speer, wo ist er denn? Huch, das ist nicht der Herr Speer. Das ist der Herr Hauptmann. Gut, ihr seid noch am Leben. Speer Mamine erzählte uns schon, dass sie euch in diese Höhle geschickt hat. Varon meinte, er würde euch aus Narsis kennen. Er und seine Verbündeten haben Unterstützung angeboten. Was soll ich tun? Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ich will nicht, dass noch mehr meiner Soldaten infiziert werden. Aber jemand muss sich um die Leidgeborenen kümmern. Ein für alle Mal. Ich habe die arkanen Schutzzauber zerstört, die sie vor der Seuche schützen. Das könnte helfen. Ah, das ändert die Lage. Wir haben die Seuchenlieferung für Gramfeste entdeckt. Ich will, dass die Kisten zerstört werden. Aber meine Truppen müssen in sicherer Entfernung sein, wenn das geschieht. Irgendwelche Ideen? Immer. Über ihre beladenen Wagen ragt eine Klippe und ich habe Bogenschützen da oben. Geht zu Nario Virian. Sagt ihr, die Bogenschützen sollen als erstes von oben die Kisten zerschießen. Wollen wir doch mal sehen, wie es den Leidgeborenen gefällt, ihrer eigenen Seuche ausgesetzt zu sein. Ich werde auf die Bogenschützen aufpassen, während sie ihre Arbeit machen. Gute Idee. Genau das, was wir brauchen. Dann macht euch auf den Weg. Dieser Tunnel wird euch ganz nach oben auf die Klippe führen. Ja. Aber mal helfen, die Gegner zu beseitigen, das tut ihr natürlich nie, ne? Immer Kommentare lassen und Aufträge erteilen. Aber bloß nicht mal mit hier die dummen Säubern. Egal. Die Ratten, die können ruhig weiterlaufen. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Seuche nicht übertragen. Im Gegensatz zu den Ratten von Resident Evil. Die übertragen sehr viel. Freiheit! Wo muss ich hin? Da. Ihr seid die Guten. Ich wollte euch gerade schon angreifen. Entschuldigung. Naju. Bereit für einen Kampf? Die Leidgeborenen werden auf diesen Überhang zustürmen, sobald die Bogenschützen das Feuer eröffnen. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Sagt den Bogenschützen, dass sie anfangen sollen zu schießen. Zielt auf die Kisten. Bogenschützen, auf eure Stellungen! Hallo. Sobald die Pfeile fliegen, werden sie in Windeseile bei uns sein. Die fliegen doch schon die ganze Zeit. Da kommen sie! Doch, jetzt versteck dich doch nicht dahinter.
Na? Kommt ruhig alle zu mir. Ich will den einen jetzt noch nicht looten, weil ich hier eigentlich eine gute Position habe. Ihr habt uns alle dem Tode geweiht. Seht dem Ende ins Auge. Wir haben es geschafft. Okay. Alles klar, zurück in die Höhle. Sehr schön. Falsche Richtung. Muss ich mit in die Höhle? Ja, ne? Folgt mir, Naru. Doch noch so eine Ratte. Entschuldigung. Eine wollte ich mal töten. So. Planänderung. Die von den Bogenschützen zerstörten Kisten? Die Seuche verbreitet sich schneller als der Atem eines Drachen. Da können wir nicht entlang. Wie verbreitet sie sich so schnell? Hey, ich bin keine Alchemistin. Ich kann euch nur sagen, was Varun mir erzählt hat. Dieses Zeug ist stark und breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Sobald es auf bloße Haut trifft, verwandeln sich die Opfer in leere Hüllen. Ich habe diesen Narren Dirill gewarnt, nicht weiterzugehen. Wenn er noch keine leere Hülle ist, dann wird er wohl sicher gerade von einer verschlungen. Diese Seuche verbreitet sich in Windeseile. Wo ist Dirill hin? Er hat einige Truppen in den Südteil der Schlucht geführt. Er sucht nach dem Anführer der Leidgeborenen, dem Alchemisten. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt so weit geschafft hat oder nicht. Ich werde ihn finden. Bringt euch in Sicherheit. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Wir bleiben auf erhöhtem Gelände, bis die Seuche verflogen ist. Wenn ihr Dirill findet und er sich verwandelt hat, dann tut, was nötig ist. Verstanden? Ich kümmere mich darum. Ja. Das heißt, wir treffen dann wohl auf viele Gegner, nehme ich mal an. Weil das hatte sich jetzt eher so angehört, als ob wir uns auch anstecken können. Aber... Okay. Da habe ich den Spähen... Den Späher doch überrascht. Was guckt der auch in die falsche Richtung? Ich dachte, der soll was bewachen. So. Seid jetzt hier, das ist nicht der Hauptmann. Sind die gegeneinander am Kämpfen, oder was? Rekruten. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Moment. Quasi mehr oder weniger geradeaus da runter. Ach, da jetzt sehe ich es auch. Lalala, ich bin nicht da. Jetzt muss ich wieder höher, oder was? Wollt ihr mich denn veräppeln? Lalala, ich bin nicht da. Ich habe ein Ziel, da muss ich erstmal hin. Hallöchen. Nee, dann halt nicht. Du bist derjenige. Bei Iam, ihr habt einen wahren Spießrutenlauf aus Siechtum und Tod hinter euch und seid trotzdem nicht krank. Wie habt ihr das nur geschafft? Ich bin geritten. Ich bin nicht ganz sicher. Aber wir werden es fürs Erste als Segen des Tribunals betrachten und es dabei belassen. Die Leidgeborenen, die nicht der Seuche zum Opfer gefallen sind, ziehen sich zurück. Wir müssen uns nur noch einer letzten Sache annehmen. Das wäre? Wir haben Merdindrill in diesen Ruinen in die Enge getrieben. Er ist der Alchemist, der die Lodos-Seuche erschaffen hat. Wir müssen ihn gefangen nehmen und herausfinden, wie er das gemacht hat. Mit euch an unserer Seite können wir nicht scheitern. Worauf warten wir dann noch? Das ist die richtige Einstellung. Wir folgen euch auf dem Fuße. Denkt daran, dass wir herausfinden müssen, wie die Seuche erschaffen wurde. Dann können wir an der Herstellung eines Heilmittels arbeiten. Gehen wir. Na dann, kommt mit. Das ist doch nicht verseucht, was ich jetzt hier aufsammle, oder? Bleibt wachsam. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Kein Thema. Geht schon mal vor. Seht überall nach. Alle Beweise, die wir finden, könnten uns zum Heilmittel führen. Die haben gesagt, seht überall nach. Also auch in den Säcken. Was war das denn gerade? So. Da haben wir was? Was habt ihr gefunden? Was ist das? Lass mich doch erstmal gucken. Achso, gut. Ich dachte, der redet jetzt noch mit mir, aber dann halt nicht. Das ist das Rezept für die Lodos-Seuche.
Wir haben es geschafft! Wartet! Was geht hier vor sich? Wonach sieht das denn aus? Ihr widersteht meiner Seuche? Versuchen wir eine stärkere Version. Nicht! Basti! Tut mir leid, Hauptmann. Ihr glaubtet doch wohl nicht, dass es so leicht werden würde, oder? Ich dachte eigentlich, ist es schwieriger. Ich werde meine Experimente mit eurem Körper fortführen. Aber so nicht, mein Freund. So nicht. Ich bin immun. Ich habe meine Seele zwar wieder zurück, aber eigentlich bin ich ja tot. Oder wieder auferstanden oder sowas in der Art. Wo ist er? Sie. Ich sagte es euch doch, Varun. Unser Champion überlebt alles. Was ist da drin geschehen? Wo ist Diril? Er ist tot, oder? Wir haben den Schöpfer der Seuche getötet, aber Diril fiel in der Schlacht. Dann starb er tapfer. Habt ihr da drin irgendetwas erfahren, das uns helfen könnte? Das Labor des Alchemisten ist in den Ruinen. Seine sämtlichen Notizen zu der Seuche sind dort drin. Gelobt sei Vivek. Mit den Notizen können wir endlich ein Heilmittel herstellen. Die Leidgeborenen sind ihrer eigenen Seuche zum Opfer gefallen. Die Händler kehren bereits in ihr Lager zurück. Was ist mit den Seuchenwolken? Der Inhalt der Kisten war extrem stark, aber auch sehr kurzlebig. Er verflog ebenso rasch wieder, wie er aufwallte. Und wir haben keine weiteren Krankheitsfälle gesehen. Aber wenn dies Gramfeste erreicht hätte... Aber das war nicht der Fall. Aber wir dürfen in unserer Verteidigung nicht nachlassen. Das war nur ein Teil des Plans der Leidgeborenen. Aber fürs Erste ist die Schlucht und Gramfeste sicher. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und mittlere Beine von Umarmung der Mutter der Nacht. Ja, das riecht irgendwie so danach, dass wir eine neue Quest bekommen, wodurch wir, oh, ein schwerer Sack, wodurch wir vermutlich dann nach Gramfeste geschickt werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.